meine lieben Freunde, und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ganz, ganz besonders. Heute sind wir nämlich im Studio in Berlin bei Jan zu Gast und können hier wunderbar drauf blicken, was für Spiele wir haben. Wir haben heute Derby mit dabei, haben das Spiel gegen Frankfurt und Champions League, wo wir echt weit gekommen sind und echt gut unterwegs sind, gegen Juventus Turin. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt. Und natürlich bin ich hier nicht alleine im Studio. Ihr seht schon, ein Stuhl ist noch frei. Jan, ich begrüße dich. Ja, hallo und recht herzlich willkommen. Das wird was, ja, ich sag mal, ein geiles Special. Das wird richtig cool. Wir übernehmen das Ganze hier zusammen und wir werden zusammen spielen. Das heißt in einem Team, und werden Gas geben und Leverkusen heute zu zweit zum Sieg führen. Hoffentlich, hoffentlich, ja. Hoffentlich. Das wäre ein Traum, wenn das so passiert, ja. Na dann, let's go. Leute, wir sind heute im Derby, man sieht es schon im Hintergrund. Wir haben das Spiel gegen Köln und das, also jetzt zu zweit, wir müssen die schlagen. Ja, wir auf sind, jeden Fall. Ich meine, ja, wir stehen auf Platz 1, wir müssen den verteidigen, und gerade im Derby, das ist total wichtig für uns. Auch wenn die Fitness immer noch cool ist, ich bin halt rot, auch cool. Und du bist blau. Und ich bin blau. Oh, spiel halt auch generell nicht so gern mit Ex-Braunschweiger. Guck, deswegen Diaby, der ist schnell, der ist klein und der ist flink. Und spielt einen super Pass auf Bailey. Bailey! Ah, der Chancentod, der Michael Mike. Torwart. Alter, Jan. Ich kenne mich nicht. Oh mein Gott, Alter. Oh Gott. Scheunentor offen. Und Hector, der Linksverteidiger. Und jetzt macht das auch noch schlau auf Córdoba. Und oh. Ganz viel Glück, weil. Das ist das sehr spannende Spiel gerade. Boah. Also spannend ist es auf jeden Fall, aber die Tore fallen nicht. Und auch hier Köln, ja, gute Chance. Daneben. Jetzt ist Diaby schick mit der Drehung, aber es hat funktioniert. Aranguiz kriegt ihn nicht ganz durch. Aranguiz jetzt endlich mal mit dem Schuss. Und es fällt. Das 1:0. Aus dem Nichts kam dieser Schuss. Jawohl. Das war ein schönes Tor. Auf jeden Fall. Aber es war, also ist es auch mit verdient. Wir haben so viel rumgespielt und endlich mal einen guten Schuss mit drauf. Yes. Ach. Aber 65. Spielminute, da ist noch einiges zu gehen. Ja, wir müssen aufpassen. Und jetzt kommt Köln, glaube ich. Oh mein Gott, ja, sie kommen, die Kölner. Und Radetzky. Oh, mach doch nicht. Nein. Was eine Scheiße. Das war doof. Ich dachte, der ist weg. Nein, ich wusste, dass er, also ich dachte, er geht daneben, aber er, ja, eben, noch gegen Posten. Und dann, ich habe ja auch wegschießen gedrückt, aber voll in den Reihen. Leute, 1-1. Das ist es. Wir haben immer noch nicht verloren, wir sind ungeschlagen, ja, aber 1-1. Ah. Bayern gewinnt, Dortmund gewinnt, Gladbach Gott sei Dank nur mit einem Unentschieden, aber auch Leipzig mit einem Sieg, also gefährlich. 5 Siege, 2 Unentschieden, gleich mit Dortmund jetzt, 17 Punkte, die Tordifferenz ist ein bisschen besser, aber ansonsten, Leute, jetzt wird's knapp. Auswärts, Frankfurter Würfel, wir müssen Platz 1 jetzt aber wirklich verteidigen. Also gerade haben wir es so halb gemacht, jetzt richtig. Ja. Das ist scheiße. Kamada 1:0, Frankfurt weit unten in der Tabelle und wir liegen hier hinten. Das darf so nicht passieren. Exakt. Du brauchst ein bisschen mehr Konzentration. Nicht letzte Millisekunde passen. Ja, kein schlechter Schuss. Der wartet jetzt wieder und bekommt ihn und chippt ihn rein. Yes, yes, yes. Yes. Das war schön zusammengespielt. Der Goldjunge von uns. Er knipst wieder. Das ist sehr, sehr wichtig. Absolut, absolut. 1-1, jetzt auf geht's, Jungs. Auf geht's! Halbzeit 1:1. Wir haben uns hinten gebessert. Vorne fehlt noch viel. Das ist das Bittere.
Ja. 2:1. Paciencia. Das ist echt scheiße. Merk's. Oh nein. Oh mein Gott. Und Jan mit dem Riesenbock. Paciencia, der wartet lange, zu lange. Glück gehabt. Oh mein Gott, das war scheiß außer Dreh und Pass. Jetzt Alario, yes! Jawohl, finally! Ja, Mann! 2:71 Spielminute ist noch genug Zeit, um da nochmal was zu machen. Und bitte wir müssen! Also ich vor allem. Ja, wir müssen. Leute, 2:2, jetzt. Vamos! Oh! Der Johnny, leider nicht. So, jetzt ein guter Eckball, das wär's doch jetzt. Ja, absolut, komm schon. Dem hier bei und das da sieht ist gut aus. Bailey. Oh, jawohl! Das sieht richtig gut yes. aus. Yes! Yes, Mann! Auch der Lothar feiert 79:3:2. Und das ist so wichtig, weil wir mussten ja jetzt auf Offensiv, wir müssen hier für das Tor gehen. Und jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir das Tor und jetzt müssen wir einfach verteidigen. Erstmal und kontern vielleicht. Aber das sind noch richtig schwierige 10 Minuten. Schreckens-10 Minuten, wie du es nennst. Also, let's go, komm schon. Richtig Angst bei dir, wenn du den Torwart so spielst, Alter. Ja, ich habe Platz. Deswegen habe ich es ja vorher gesagt. Platz und die Zeit, die nutze ich jetzt. Frankfurt stellt ja auch nicht irgendwie auf Offensiv oder so. Ja, habe ich richtig gut genutzt. Ich hab im ersten Moment wollte ich dir sagen, renn durch, dass ich dir so einen hohen Pass spiele. Und dann habe ich es aber nicht gesagt. Und dann dachte ich so, ja, und jetzt? Nein. Das ist bitter. Im Ernst? Das ist bitter. Ja, vorne habe ich es verpennt. Wir kamen nicht mehr rein. Und dann ist das Tor. 3:3, Leute. Wieder ein Unentschieden, das gegen Platz 15 oder so. Das ist nicht geil. Leute, Dortmund, Bayern, Wolfsburg, Leipzig, alle gewinnen sie. Nur Gladbach, Gott sei Dank, wieder nicht. Aber wir halt auch nicht. Und das ist kostet uns Platz 1. Wir rutschen sogar ab auf Platz 4, eben die genannten Gegner. Ja, bitter. Müssen wir gucken, dass wir da wieder was reißen. Jetzt erstmal Champions League. Ist natürlich auch wichtig, mit 9 Punkten stehen wir da gut vorne mit dabei. Wir schauen gleich nochmal auf die Tabelle. Also Leute, Atletico besiegt, Juventus besiegt, Celtic besiegt. Ich habe es in der letzten Folge schon angesprochen, wenn wir jetzt gegen Juventus wieder mindestens ein Unentschieden holen, was wir heute gut gemacht haben, dann halten wir uns die schon mal krass auf Abstand. Dann müssen wir gegen Atletico nicht zwingend gewinnen. Wenn wir gegen Celtic gewinnen, ist das auf jeden Fall eine machbare Aufgabe. Und natürlich jetzt gegen Juventus müssen wir vorlegen. Verlieren wäre ganz mies, gewinnen wäre am allerbesten. Und Leute, das ist doch mal mega bitter. Ich habe gesagt, Patrick Schick fällt hoffentlich nur für das Frankfurt-Spiel aus. Nein, auch gegen Juventus fällt er aus. Und jetzt hat sich sogar noch Bellarabi verletzt. Karim Bellarabi, den ich jetzt unbedingt für einen Ersatz mal wieder brauche. Mein Bailey, Diaby, die Luft ist raus und es wird ein schweres Spiel. Ah, Jan kämpft da um den Ball. Boah, Radetzky. Die kämpfen ums Tor. Pressing, oh mein Gott. Ja, ich passe nochmal. Und dann ist er zu weit. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Das muss es sein. Das muss es halt echt sein. Und es ist halt auch... Oh mein Gott. Dass sowas nicht funktioniert. Amiri. Oh. Jetzt Aranguiz. Der muss natürlich einfach mal draufziehen. Das gibt es nicht. Ah, jetzt ist viel Platz da. Die sind sogar in Überzahl. Aber entscheiden sich für die falsche Variante. Schuss, Radetzky, kein Problem. Nein. Oh, Radetzky, oh mein Gott. Starke Reaktion von ihm, muss man schon sagen. 0:0. Zur Halbzeit wieder ein Unentschieden. Kann sein. Oh, what? Ja.
Morata. Jetzt ist Moussa Diaby, bitte. Mach ihn bitte. Moussa Diaby. Daneben. Weil dafür war, ist Diaby einfach viel zu schnell. Aber dass ich ihn in der kurzen Ecke nicht mal treffe, da muss der Torwart nicht mal hin. Und apropos Torwart, Leute, unbedingt rechts oben beim i vorbeischauen. Wir haben sowas Cooles nämlich auch bei Jan gemacht. Der spielt ja eine FIFA-Torwartkarriere. Ja, für die Leute, die sich für FIFA interessieren, werde ich auch immer mal wieder gefragt. Das gibt's bei Jan. Und das Ganze haben wir auch genauso wie hier zusammen gemacht. Und das ist total cool geworden. Total cool, wird jetzt hoffentlich auch ein Tor. Also unbedingt bei ihm vorbeischauen. Boah, mein Herz. Es bleibt kurz stehen. Cristiano bringt den irgendwie an Radetzky. Florian Wirtz. Buffon. Oh Mann. Der Schuss war auch nicht so geil, aber... Wir hatten drei ultra gute Chancen eigentlich jetzt schon. Ja, naja. Unbedingt trotzdem bei Jan vorbeischauen. Der hoffentlich in seinem Video besser performt als hier. Wir haben es auf jeden Fall trotzdem irgendwie ganz gut über die Bühne gebracht. Pfostenschuss, ein paar Chancen rausgespielt. Man muss sagen, wir hatten auch echt nicht das Glück heute. Das muss man auch echt sagen. Unbedingt beim nächsten Video wieder mit einschalten, um die Tabelle dann zu sehen, was wir in der Bundesliga, aber natürlich auch in der Champions League noch erreichen können. Und dann, ja, unbedingt bei ihm vorbeischauen. Ganz, ganz klar, rechts oben verlinkt in der Infocard. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.